Was brauche ich, um aus meiner persönlichen Krise herauszukommen? Du brauchst im Wesentlichen drei Sachen. Du brauchst erstens jemanden, der dich jetzt erstmal mit deinem So-Sein, mit deiner Verzweiflung, mit deinen Emotionen, mit allem, was da ist, aushält. Du brauchst zweitens eine Struktur, denn Struktur hilft dir, dich wieder einzuregeln, beruhigt dein Gehirn, hilft, dass wieder die Fähigkeiten alle da sind, die du zur Verfügung hast. Und du brauchst drittens jemanden, der mit dir bereit ist und in der Lage dazu ist, wirklich an den dahinterliegenden Themen zu arbeiten. Also an den Themen, die dafür gesorgt haben, dass du in die Krise hereingerutscht bist, damit du nicht einfach rauskommst und dann ein paar Tage später wieder in die nächste Krise hineinrutschst zu demselben Thema. Das wäre schade. Aber vielleicht ein Stück genauer dazu. Eine Krise bedeutet, da ist ein Gehirn in einem Ausnahmezustand, da ist irgendwo irgendwas zu viel, da kriegt sich jemand nicht mehr eingeregelt, nicht mehr sortiert. Und nicht mehr sortiert kann auch sein, dass er sich ganz rigide extrem sortiert, extrem fokussiert und rechts und links ihm alles wegbricht. Auch das kann Krise bedeuten. Und jetzt frage ich dich, was würdest du machen mit dem Kind in der Krise? Also mit einem kleinen Kind, was vor dir auf dem Boden liegt, ist außer sich, schreit, weiß sich nicht mehr zu helfen. Was würde dir einfallen, was würdest du tun? Ich glaube, die meisten Menschen würden das Kind nehmen, würden es an sich rannehmen, würden anfangen so zu schuggeln, würden vielleicht noch anfangen beruhigend auf es einzusprechen und würden dann darauf vertrauen, dass das Kind sich wieder einregelt. Was ist das? Das erste, dieses Rannehmen, das ist das, da hält jemand das kleine Wesen so aus, wie es ist. Das Kind hat gerade damit zu tun, dass seine Schmerzen, dass seine Gefühle, dass sein Leid größer ist als es selbst. Und da sagt er die deutsche Sprache schon, da ist jemand außer sich. Und wenn jemand außer sich ist, dann kann er sich nicht mehr gut halten, dann braucht er eine Begrenzung, die ihn unterstützt. Und es kann eine unterstützende Begrenzung von außen sein. Das ist dieses Aushalten. Du brauchst jemanden, der dich mit deiner Verzweiflung, mit deinen ganzen Emotionen aushält. Das muss jemand sein, der weiß, wie man das macht. Das muss jemand sein, der möglichst an so einer Tiefe von Emotionen auch schon mal war und da keine Angst hat davor, der nicht sagt ganz schnell, ach nee, ist doch nicht so schlimm, mein liebes Kind, ist doch gar nicht so schlimm und guck doch mal einfach, das Leben geht doch weiter. Das hilft dem kleinen Kind nicht. Und das hilft auch deinem Inneren nicht, wenn du verzweifelt bist, wenn du in einer Krise bist, wenn du nicht weiter weißt und dann kommt jemand und versucht dich da mit irgendwelchen einfachen Sprüchen da zu beruhigen. Es braucht jemanden, der dich in der Dimension, wo du unterwegs bist, aushalten und begleiten kann. Der zweite Punkt ist Struktur und das ist beim Kind dieses Schuckeln, Rhythmus, Vorhersagbarkeit. Wenn wir einen Rhythmus haben, wenn was vorhersagbar ist, beruhigt sich unser Gehirn. Weil dann muss es nicht mehr ständig gucken, ach, was ist denn jetzt, was kommt denn jetzt? Sondern dann weiß es, aha, nach dem Einruckeln kommt das nächste, dann kommt wieder eins und dann kommt wieder eins und wieder eins. Und dann kann es irgendwann entspannen und spüren, dass das so weitergeht. Deswegen Struktur. Bei mir, bei meinem Turnaround-Coaching sind das die Strukturtreffen. Also wir vereinbaren eine feste Struktur von Treffen. Egal, ob was ist oder ob nichts anliegt. Aber dass das Innere auf einer tieferen Ebene merkt, da gibt es eine Sicherheit. Das passiert immer wieder. Das hängt nicht davon ab, dass ich in der Lage bin, mich bei jemandem zu melden, die Entscheidung zu treffen, zum Telefonhörer zu greifen, wie auch immer. Sondern die Entscheidung ist gefallen, es gibt eine Vereinbarung. Wir treffen uns meinetwegen zweimal in der Woche. Immer wieder. Zweimal in der Woche, egal ob was Positives passiert ist, egal ob es dir gerade dreckig geht, egal ob scheinbar nichts passiert ist. Das ist ein wichtiger Teil, darauf lege ich auch Wert. Nur wenn das mit eingehalten wird, kann ich dich unterstützen, relativ schnell wieder mindestens an der Stelle zu sein, wo du vorher mal warst, vor der Krise oder eigentlich noch ein ganzes Stück darüber hinaus. Und das dritte ist, dass du brauchst jemanden, der in der Lage ist und bereit ist, mit dir an den dahinterliegenden Themen zu arbeiten. Warum das? Wir kennen das alle. Es gibt Leute, die stolpern von Krise zu Krise. Und man sagt sich, Mensch, hat er es immer noch nicht begriffen. Nee, er hat es noch nicht begriffen, er hat es noch nicht gelernt. Vielleicht auch, weil er zu schnell versucht hat, rauszukommen. Ach nee, es ist schon alles gut.
Nee, gar nichts ist gut, weil du gar nicht hingeguckt hast, wie es dazu kam, dass es schlecht geworden ist und weil du daraus nichts gelernt hast, zum Beispiel. Das müsste man manchen sagen. Da braucht es jemanden, der Erfahrung hat, auch Erfahrung darin, was es so für Lebensmuster gibt und wie die funktionieren. Und jemanden, der auch da bereit ist, mit dir in die Tiefe zu gehen. Also der eben nicht nur oberflächlich sagt, ich sorge dafür, dass es dir ein Stück besser geht. Das ist einfach. Wenn du gerade down bist und ich zeige dir einen lustigen Film, über den du lachen kannst, ich besorge dir irgendwie eine schöne positive Erfahrung, dann hast du innerhalb kürzester Zeit einen besseren emotionalen Zustand als vorher. Die Frage ist nur, wie lange hält das vor? Deswegen ist der dritte Punkt, den du brauchst, jemand, der mit dir an den dahinterliegenden Themen in der Tiefe auch arbeitet und dazu in der Lage ist. Du brauchst die drei Dinge. Erstens jemanden, der dich jetzt in deinem So-Sein mit all deinen Emotionen aushält. Nicht das schnell wegmacht, nicht versucht, dass du ganz schnell mal kurz gute Laune bekommst, sondern der das aushält mit dir, damit dein Nervensystem von außen gehalten werden kann und Beruhigung erfahren kann. Du brauchst eine Struktur. Du brauchst eine Struktur, immer wieder das Gleiche, verlässlich, ist da immer wieder jemand für dich da, damit dein Inneres sich beruhigen kann, denn ein großer Teil der Krise ist ja, dass Fähigkeiten, die du vorher hattest, dir auf einmal nicht mehr zur Verfügung stehen. Die sind in deinem Gehirn da, aber sie sind blockiert. Und damit das zur Ruhe finden kann, brauchst du diese zwei Elemente. Und es braucht jemanden, der mit dir an den dahinterliegenden Themen arbeiten kann, also der dazu in der Lage ist und auch willens ist, nicht nur ganz schnell dafür zu sorgen, dass du eine bessere Laune bekommst, sondern zu schauen, wie kannst du solide daran arbeiten, damit du nicht nach einem halben Jahr wieder in eine ähnliche Krise zu demselben Thema hineinrutschst. Meine Erfahrung aus 30 Jahren Selbsterfahrung mit diesen Themen und 20 Jahren als Coach ist, es lohnt sich, an einem soliden Turnaround zu arbeiten, damit du dann hinterher zumindest zu diesem Thema auch dauerhaft besser dastehen kannst als zuvor. Mein Name ist Thomas Horst Lembke. Wenn du möchtest, melde dich gern bei mir. Du findest da hinten meine Internetseite. Dann können wir telefonieren, dann können wir schauen, ob es persönlich miteinander passt. Und daran arbeiten, dass auch du bald wieder mehr Freude in deinem Leben empfinden kannst und wieder für die Projekte gut da sein kannst, die dir wichtig sind. Lass es dir gut gehen.